Moin, so Leute, willkommen zurück zu einem neuen Grand Cross-Video von mir. Ich habe im Stream die Valenti gepult und entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass die Puls sich im Nachhinein hochladen kann. Ich habe leider wieder vergessen, die Hintergrundmusik auszumachen und dementsprechend habe ich keine Copyright-Rechte daran, dass ich das Ganze auf YouTube hochladen kann. Aber ich habe sie natürlich gelevelt und möchte sie jetzt ausprobieren. Mir fehlen aktuell noch ein paar Ohren, um sie auf Level 80 zu bringen. Genauso auch bei King und Gilfander. Das ist halt alles so ein bisschen schade gerade, dass dieses Team noch nicht voll gelevelt ist. Normalerweise benutzt man in diesem Team statt dem Blue King auch noch die Lilia, also die grüne Lilia, die noch weiter den Angriff des Gegners senkt, sodass das Gefühl gar keinen Schaden mehr machen kann und man da einfach nur sitzt und beobachtet, wie dieses Match stundenlang dauert und einfach nicht zu Ende geht. Ich probiere das Ganze ein bisschen anders aus. Statt der grünen Linie benutze ich mal hier den Blue King und habe damit halt mit der Merlin und mit dem Blue King zwar weiter zwei eigentlich Supporter-Units, sage ich mal, aber ich hoffe, dass die auch so ein bisschen was wegtanken können, beziehungsweise ein bisschen Schaden machen können über ihre Ults. Deswegen spiele ich hier das Ganze auch mit Ult Rush. Also ich versuche hier mit dem Ult-Food möglichst auf eine schnelle Ult bei den beiden zu gehen und dann halt mit dem King die AOE rauszuhauen, mit der Merlin irgendwie eine Single-Target-Ult und versucht dadurch halt am Ende des Tages vielleicht ein bisschen was down zu kriegen beim Gegner. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Ich würde eigentlich priorisieren, statt dem blauen King den grünen King mitzunehmen, dadurch, dass der ein bisschen mehr auf Damage ausgelegt ist als der blaue King. Aber ihr seht, der ist sowohl noch auf Level 70, als dass auch seine Ult noch ein Level niedriger ist als von dem Blue King. Also macht er vielleicht am Ende des Tages doch weniger Schaden. Ich bin mir nicht sicher, aber Level 70 hat mich schon ein bisschen gestört, dass ich den mit hier in ein Herausforderer PvP-Match mit reinbringe. Hätte sich, glaube ich, am Ende des Tages nicht gelohnt. Ich hoffe natürlich auch jetzt nicht, dass ich irgendwie absteige von Herausforderer wieder auf Champion, dadurch, dass ich jetzt hier einfach verschiedene Teams ausprobiere. Aber wir gucken mal, auf was für Leute wir so treffen. Für mich persönlich wäre es natürlich am besten, wenn es ein Bot ist. Für euch auf YouTube wäre es natürlich am besten, wenn jetzt so ein schöner Blue Demon Meliodas kommt und wir die Lilia in ihren vollen Zügen auskosten können. Ihre Resistenzrate, falls ihr euch fragt, habe ich auf 85% gepusht. Ich kann das hier gleich auch nochmal im Detail zeigen. Aber der Gegner fängt auf jeden Fall schon mal an. Hat nur den Hauser dabei, der jetzt auf Durchdringenschaden wirklich angewiesen ist. Der King ist ja eher weniger. Escanor so ein bisschen, hat auch einen sehr hohen Durchdringenwert, der halt jetzt gefühlt auf, ja, ich sag mal, 0 reduziert wurde. Aber ich bin gespannt, wie viel Schaden auch mein King machen kann. Auf jeden Fall ordentlich, trotz dem Gilfander hinten drin und dass der Durchdringenschaden reduziert wird. Dementsprechend lohnt es sich schon fast nicht, die Ult zu rushen von dem King. Aber wir hoffen mal, dass der jetzt nicht die großartigsten Fähigkeiten bekommen hat. Das heißt hier, wir gehen rauf, hauen bitte einmal drauf und sichern uns persönlich, glaube ich, einfach mal erstmal über das Schild ab, sodass wir hoffentlich noch eine Runde mit Kings überleben und danach die Ult auf den Gegner draufhauen können. Das ist jetzt so der Gedanke dahinter. Zack, genau, beschützt dich bitte einmal. Natürlich wäre es noch geiler gewesen, könnten wir zwei Ults rushen, wenn man einmal zieht und zwei Fähigkeiten von irgendjemand anders einsetzt. Aber da habe ich aktuell einfach zu viel Angst um mein Leben gehabt. Also, wir rushen jetzt gleich definitiv die Ult von der Merlin noch hinterher, setzen die Ult von King ein, hoffen, dass das Ganze reicht, um den gegnerischen King zu erledigen. Das wäre natürlich so das Wichtigste. Ja, komm, guck mal, er macht einfach mit Hauser, macht er keinen Damage mehr. Mit Hauser kann er halt einfach komplett vergessen und in die Tonne treten. Das ist so witzig. Also, wir hauen, wie gesagt, versuchen mit Damage oben drauf zu hauen. Versuchen, ich kann die Ult von der ihr leider nicht rushen, ansonsten würde ich das jetzt direkt mitmachen. Da ich das nicht machen kann, setzen wir einfach noch einmal hier, ich glaube, warte, das macht verteidigungsbezogene Werte, das, nein, ich kann das nicht mehr davor setzen, ich trottel, nein, ah, das tut weh, ich habe zu lange nachgedacht, ich hätte vorher natürlich die verteidigungsbezogenen Werte reduzieren können über meine Valenti, um hier mit der Ult noch mehr Schaden zu machen. So macht sie natürlich ein bisschen zu wenig und er hat halt seine Healing-Karte mittlerweile auf Silber, dementsprechend überlebt er. Das ist jetzt hier, oh, tut das weh, er hat ein HP gefühlt, er hat nur ein HP gefühlt, jetzt natürlich ein bisschen mehr durch seine Regenerationsrate hat er wieder ein bisschen was geheilt bekommen, aber dadurch, dass er seinen Healing auf Stufe 2 hat, kann er jetzt wieder nahezu voll healen. Was schon ordentlich wehtut, wenn man das so weiß, dass er so gut wie tot war hier, Stufe 2 Healing, erstmal wunderbar aktiviert und dann kommt halt noch irgendwas anderes oben drauf, ich bin gespannt, also kriegt er meinen King erlegt, das wäre natürlich auch ein bisschen doof, zack, Healing und die dritte Karte ist jetzt spannend, die drauf kommt. Mal sehen, zack, nochmal versteinern, ne? Versteinern ist kein so großes Problem. Ja, der ist handlungsunfähig, das ist ja Single Target, ne? Auf einen Feind. Warum habe ich eigentlich immer noch keine Fähigkeit von ihr bekommen? Das ist schon ein bisschen frech, aber wir gehen einfach mal auf Escanor direkt danach mit drauf. Zack, bom, bom, hau mal bitte drauf. Und guck mal, was ihr da machen könnt. Ich bin auch sehr gespannt. Jetzt müsst ihr ja nichts unter meinen King anlegen. Dadurch kriege ich ja quasi nochmal hier drei Kartenslots unten, was ein bisschen nett ist. Bam. Verteidigungsbezogene Werte reduziert. Wäre natürlich davor besser gewesen. Ich weiß. Aber die nächste Ult ist gerusht. Das bedeutet, bei mir leben noch alle drei Units. Plus, dass ich schon einen weiteren Ult-Rush habe. Wie viel Schaden macht sie? Ich glaube nicht so viel. So, auch 630.
Schaden gegen gestärkte Feinde. Okay, stärken kann er sich ja über Arthur. Das heißt, wir hoffen natürlich, dass er die Fähigkeit gezogen hat. Es sieht aber nicht so aus, als hätte er sie gezogen. Das Problem ist, dass King stirbt. Ich dachte, das wäre geil, wenn ich jetzt gleich nochmal Karten kriege. Aber ich kann nur einen in die Ult nehmen. Da ist sein Hauser, ne? Sein Hauser macht halt einfach kein Damage mehr. Es ist so lächerlich. Sein Hauser macht gefühlt null Damage. Also, er hat noch keinen gestärkten Feind. Er versucht natürlich auf Valenti zu gehen. Wie sollte es auch anders sein? Ohne gestärkten Feind. Wir könnten doch beide Ult ziehen, was ganz nett ist. Wir ziehen natürlich Ult 1. Wir machen das Ganze andersrum. Wir machen den schwächeren Angriff auf ihn, der sowieso keinen Schaden macht. Wobei seine Ult sollte natürlich auch reinhauen. Machen den stärkeren Angriff auf ihn. Und verteidigungsbezogene Werte zu reduzieren, bringt uns natürlich relativ wenig. Ich möchte eigentlich die Ult dafür, ich sag mal in Anführungsstrichen, nicht verschwenden, aber ich glaube, ich kriege ihn nicht down. Ich glaube, ich könnte auf den Arthur-Buff warten und würde dann mehr Schaden machen. So muss ich das noch ein bisschen entdecken. Ich habe auf jeden Fall mega Lust, Valentia auszuprobieren. Aber ich glaube, sie ist ein sehr interessanter Held, beziehungsweise Heldin, mit der man ordentlich was machen kann. 630%, sie trägt, glaube ich, LP Death Gear. Dementsprechend sollte ich damit nicht durchkommen. Ja, 51.000 Damage ist okay, aber er kann sich halt... Ja, er hat wenigstens kein Healing. Ich bin gespannt jetzt erstmal, was er macht. Bevor ich hier zu viel rede, ich kann wieder eine Ult nehmen, was ganz interessant ist. Ich habe natürlich keine Damage-dealenden Karten. Ich bin darauf angewiesen, dass ich selber Ults rushe. Dementsprechend muss ich auch nur Ult nehmen. Kann dann von Gefunder die Fähigkeit einsetzen. Kann dann halt entweder... Ja, ich kann mir überlegen, ob ich Gefunder Ults... Gefunders Ult rushe plus die von Merlin zusammen. Muss ich mir mal überlegen, ob ich das mache oder nicht. Muss ich mir jetzt einmal überlegen. Zack, zack, er versucht weiter Valenti down zu hauen. Das bringt ihm nicht viel zum aktuellen Zeitpunkt des Spiels. Also, wir nehmen auf jeden Fall seine Ult. Die würde uns nämlich sehr wehtun. Wir setzen auf jeden Fall hier mit einer Fähigkeit ein. Hätten die Ult von der Merlin fertig und ich könnte mich über das Schild weiter verteidigen, aber ich gehe mal auf die Doppelt-Ult. Ich gehe mal auf die Doppelt-Ult und bin gespannt, was passiert, wenn ich zwei Ults habe, mit denen ich gleich draufhauen kann. Natürlich ist beides eh nur Single-Target. Was ein bisschen stören wird, dass es nur Single-Target ist, aber was soll's. Zack, hau nochmal den Blitz um drauf. Immer 30.000 Damage. Ich meine, es ist nicht viel, aber es ist Damage, den man definitiv mitnimmt. Warum sollte man ihn nicht mitnehmen? Also hier können wir gleich immerhin 840% Single-Target. Und was hat sie mittlerweile? Ultstufe 2 oder 3? Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher. Es sieht eher nach 2 aus bei 700%. Plus, dass sie ATK-Gear trägt, was ihr einen gewissen Vorteil geben sollte in diesem Kampf. Ich bin jetzt erstmal auf den Damage. Oh, kacke. Oh, no. Oh no, das ist ein Sieg für ihn. Schade, aber ich will es ja auch eigentlich wissen, wie es ist, gegen den Blue Demon Meliodas zu spielen. Also die erste Runde haben wir schon mal gefailt. Ich war ein bisschen erstaunt von dem Damage, den er anrichten kann. Wir bleiben bei 4000 Punkten stehen, was doch ganz nett ist zu wissen. Dementsprechend, ich glaube, ich habe auch automatisch Essen angemacht, wenn ich mich gerade nicht täusche. Also das hat ja gerade ordentlich wehgetan. Das war wirklich ordentlich wehgetan, dieser Hit von ihm. Ja, danke, du brauchst nicht reden. Das heißt, hier kann man ab jetzt auch Turniercoins farmen, was ja ganz interessant ist. Also wenn man einmal Herausforderer ist, bleibt man zumindest bis zum Ende der Season Herausforderer stehen, was ich sehr gut finde die Info. Kurzer Einschnitt, ich habe gerade Matches gespielt mit dem blauen King, allerdings habe ich jetzt Matches rausgeschnitten und glaube, es lohnt sich mehr auf den grünen King zu wechseln, wie ich gleich wechseln werde. Ihr seht, das habe ich noch drin gelassen, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, ich habe dazwischen ein Match rausgeschnitten. Ansonsten wollte ich noch mal kurz sagen, ich streame jeden Dienstag, Freitag, also Sonntag auf Twitch ab 21 Uhr. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Einfach mal Hallöchen sagen, freut mich immer sehr und dann wieder ab in das Video mit diesem Team, beziehungsweise mit dem Wechsel auf dieses Team. Wir probieren es jetzt noch einmal mit dem grünen Kämmer, weil der geht nicht so schnell down durch den S-Kanal. Er ist zwar nur auf Level 70, aber geht dafür viel langsamer down und kann auch mal Bonus-Damage machen, da er jetzt gerade im letzten Patch gebufft wurde. Das muss man ja auch dazu sagen. Im letzten Patch wurde er gebufft, der grüne King. Da kann ich gleich noch einmal drauf zu sprechen kommen, falls ihr das selber nicht gesehen habt, beziehungsweise es gab ja mehrere Buffs, aber King ist halt einer, der davon betroffen ist. Ups, das ist der falsche King. Zack, gib mir den richtigen King. Geh bitte reiner, grüner King, hier. Ja, einmal wechseln. Ult ist zwar leider nur 2,6, dafür machen die Angriffe selber mehr Schaden und du überlebst Eskonor, was ja das Wichtige ist, was jetzt gerade mich schon ordentlich weggehauen hat. Und du kriegst bitte von mir erstmal hier irgendein random, beziehungsweise ich brauche einmal kurz das andere Gear. Zack, wir tauschen hier einmal kurz. Bum, bum. Und ja, ich kann jetzt nicht auf das Full Crit Set gehen, oder? Eigentlich muss ich auf das Full-Crit-Set gehen, da habe ich aber gar keine CC mehr, ist egal, dann bin ich Zweiter, kann ich die Ult direkt rushen und muss nur hoffen, dass mit ihnen dazu kommt, dass seine Ult, dass ich seine Ult einsetzen kann. Also, setze bitte hier, wenigstens ein bisschen Death müssen wir mitnehmen, also den und den, einfach mal kurz random wechseln. Ich hoffe, dass ich das gleich nicht vergesse, zurückzuwechseln, vom Full-ATK-Set mir meine Teile zu nehmen, dann
ist hier das Full Crit Set und du kriegst jetzt hier Def 1, zack, bumm und Def 2 natürlich, damit du gleich ordentlich überlebst und nicht sofort durch den ersten Pups umgestoßen wirst. Jetzt habe ich nur noch eine CC von 166.000. Das ist für Challenger PvP sehr gering. Ihr habt gerade gesehen, ich habe gegen Leute gespielt mit 182.000. Sehr viele laufen mittlerweile mit 170.000 bei Challenger PvP rum. Also 160 ist nicht das allerhöchste, aber wenn ich Zweiter bin, wie gesagt, ist es nicht so schlimm. Dafür kann ich die Ults auf ordentliche Art und Weise rushen. Ich hoffe, dass ich ganz links die linke Fähigkeit von Valenti reinkriege oder überhaupt eine Valenti-Fähigkeit, damit ich dann zwei Ults rushen kann. Also, hier haben wir es jetzt. Hui, ich fange tatsächlich sogar an. Okay, das ist interessant. Das bedeutet, zack, geh mal so rauf und wir gucken uns mal an. Das ist die Fähigkeit, die gebufft wurde. Ich habe mich vorher 20% erhöhten Damage gemacht pro Schwächung beim Gegner. Das ist jetzt bei 30%. Das heißt, wir können jetzt schwächen. Bam, 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 bam. Und hau mal drauf. Pro Schwächung auf dem Ziel. Und ihr seht, die Schwächungen werden entfernt, aber dafür halt 30% Bonus Damage. Ist auf jeden Fall ganz nett. Nimmt man mit. Und er kann mich ja jetzt definitiv nicht umlegen. Also sein Blue Demon Milieu, das macht, glaube ich, keinen Schaden. Ich bin erstmal gespannt. Er rusht. Ist das... Ja, das ist ein Bot, ne? Es ist leider, glaube ich, ein Bot. So wie die Fähigkeiten benutzt werden, ist es leider, glaube ich, ein Bot. Aber das ist gar kein Problem. Also gut, du hast draufgehauen. Du machst keinen Schaden mit dem Blue Demon Milieu. Das ist doch super nice. Wir können dir hier deine Ult nehmen und können selber die Ult von uns einsetzen. Aber ich glaube, das lasse ich noch für eine Runde mit der Ult, die von uns einzusetzen. Also dann schilde bitte noch einmal, beziehungsweise es wäre geil, noch meine andere Ult einzusetzen. Aber ist gar kein Problem. Wir schilden einmal und gucken uns an, wie viel Schaden das hier macht. Das Ding ist ja, jetzt hat der grüne King gerade die höchste Crit Chance. Dementsprechend, zack, wenn ich das so einsetze, crit ich natürlich eher und mache eher Schaden. 27.000 Damage hier. Und jetzt hätte ich halt wieder drei Fähigkeiten, die gerade Full Crit Damage machen würden bei ihm. Ich habe übrigens nicht dran gedacht, dass ich trotzdem hätte auf den blauen King gehen sollen, natürlich ganz klar. Ich muss natürlich den blauen King irgendwie downloaden. Ansonsten könnte er mich jetzt versteinern, wenn es ein echter Spieler wäre und der zwei Fähigkeiten zum Versteinern hätte. Das macht wieder keinen Schaden, wenn ich das schon sehe. 3000 Schaden ist halt komplett lächerlich aus seiner Position. So, er hat zwei Ults und ich hau einfach mal drauf, hau einfach mal drauf und guck einfach mal, was passiert. Zack. Wir haben mal die Silberfähigkeit genommen, obwohl er keine Schwächung hat. 46.000 Damage. Und jetzt bin ich gespannt auf die Ult, ob wir den Blue King, das wäre natürlich super nice, Blue King und Blue Demon Million das down zu kriegen. Beide, zack, bumm, beide weg. So will ich das sehen. Full Crit. Das ist halt das Geile. Also das Team funktioniert schon eher, gerade wenn man den grünen King noch mal ein bisschen levelt. Meine ist ja, wie gesagt, ungelevelt. Level 70, ganz schwach. Super easy peasy lemon squeezy. Jetzt gleich haue ich noch den grünen Eskanor drauf. Und dann ist, also beziehungsweise um, und dann ist das Match auch schon gefressen. Aber er ist so schlau, dass er vorher die Debuffs wegnimmt. Das muss man ja sagen, ne? Immerhin hat er vorher die Debuffs, also den Schild entfernt, mit seiner Debuff, also Debuff-Entfernfähigkeit. Ist zumindest etwas, was der Bot hinbekommen hat. Aber er hat natürlich keine Chance, trotzdem weiter. Zack, alle Fähigkeiten weg. Gib mir ordentlich was von links. Und dann rushen wir die Ult von Valenti, würde ich einfach mal sagen. Zack, komm. 1 und 2 und 3. Wir verringern erstmal Verteidigung. Ups. Natürlich habe ich vergessen, den Eskanor zu markieren, bevor ich über. Aber ich habe doch auf ihn drauf geklickt. Ich hätte schwören können, ich habe auf ihn drauf. Aber was soll's denn? Er ist ja weiter nur ein Bot und hat noch keine Ult gerusht, während ich meine Ult gerusht habe. Dann hauen wir ihn halt mit der Ult von der Valenti drauf und spielen jetzt gleich das Team nochmal. Und dann bin ich halt nochmal gespannt, wie das Ganze läuft. Wir werden es gleich sehen. Bumm, hau drauf, wunderbar, dankeschön. Zack, 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 hau drauf. Und beziehungsweise, das ist keine AOE-Attacke, das heißt, wir wollen definitiv den Eskanor draufhauen, damit er uns keine Angst mehr macht in Zukunft. Hau drauf und hau einfach auch mal mit Gilfander drauf, weil wir da noch die Ult rushen können. Wir könnten natürlich mit Gilfander, hätten wir vorher noch den Angriff von Valenti erhöhen können, was vielleicht auch ganz sinnvoll gewesen wäre, wenn ich wieder sehe, dass wir nur 50.000 Damage machen und dementsprechend alles easy überlebt. Aber was soll's, er hat so gut wie keine HP mehr, hat natürlich noch ordentlich Slice durch die Amore. Das Match ist gefressen, ich überspringe das einfach und wir treffen uns im nächsten. Da sind wir auch im letzten Match und wir treffen nochmal auf das Team, in dem wir auf die alle, ja, beziehungsweise auf das wir noch in der allerersten Runde getroffen sind. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie er spielt, wenn er hier plötzlich auf den grünen King statt auf den blauen King trifft. Natürlich, bei ihm sind alle Units auf Level 80, bei mir 75, 70, 75 ist ein bisschen lächerlich dazu im Vergleich. Aber er startet trotzdem wie immer mit zwei Eskanor-Fähigkeiten, hat eine Fähigkeit von dem Hauser dadurch auf Silber bekommen. Die linke Fähigkeit müsste seine Fähigkeit sein, die keinen durchdringenden Schaden macht. Das heißt, sie können noch minimal Schaden machen, je nachdem, was er Gear ist. Und er macht ja trotzdem ordentlichen Damage, obwohl ihm das Type Advantage fehlt. Beziehungsweise, ja,
er kein Durchdringen, er kein Type Advantage. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht darüber, wie viel Schaden er machen kann. Aber wir rushen natürlich auch zwei Ults. Zack, gib ihm. Und gib ihm. Und ich habe am meisten Angst tatsächlich vor deiner Ult, glaube ich. Probieren wir das Ganze mal so, mit dem Schild zu beschützen und hoffen, dass der grüne King überlebt. Ich dachte, er würde ein bisschen besser überleben als der Blue King. Das kann natürlich auch daran liegen, dass er noch Level 70 ist. Dadurch fehlen ihm noch sehr, 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 sehr viele Stats bis auf Level 80. Aber ich glaube, das überzeugt mich so ein bisschen, den grünen King vielleicht doch nochmal auf Level 80 zu bringen, damit man einfach so ein Full-Green-Team spielen kann, wenn man das spielen möchte. Es fehlen einfach die... Natürlich kriegt er auch wieder die Fähigkeiten des Todes. Er hat die Fähigkeit noch ein zweites Mal. Nee, er hat die Fähigkeit nicht noch ein zweites Mal. Was kommt jetzt? Ein AOE-Angriff von Hauser? Oder warum entfernt er beide Schilde? Er versteinert die Merlin. Sehr interessant. Die kann ich natürlich nicht retten an dieser Stelle. Aber wir kümmern uns jetzt trotzdem erstmal um den grünen King von ihm. 1, 2 und 3. Hau bitte den grünen King drauf. Beziehungsweise, genau, das müsste critten. Das müsste auch critten. Das ist ja nearly full crit chance. Ja, Level 100, sage ich mal. Beziehungsweise over 9000 crit chance. Dementsprechend hau bitte den grünen, beziehungsweise den blauen King draus. Und dann haben wir schon mal die erste Unit down, was interessant ist. Hat er, okay, das war nur eine Versteinerung für eine Runde. Und jetzt muss ich halt Escanor oder den Hauser down kriegen. Das wäre sehr wichtig für die nächste Runde. Er hat ein bisschen ordentlichen Lifestyle wahrscheinlich. Warum kriegt er so viele Escanor-Fähigkeiten, ne? Das war doch vorhin in der ersten Runde schon genau das Gleiche, dass er super viele Escanor-Fähigkeiten bekommen hat. Das tut extrem weh, wenn man das so sieht. Muss ich jetzt einfach mal ganz ehrlich aus meiner Position sagen. Das tut extrem weh, wenn man sieht, dass der Gegner so viele Escanor-Fähigkeiten kriegt. Das ist halt auch einfach teilweise mittlerweile lächerlich. Aber was soll's? Könnt ihr nicht mal Hauser-Fähigkeiten kriegen, denn der Hauser macht halt einfach de facto keinen Schaden bei mir. So, wir hauen erstmal hier mit drauf und eigentlich, ja rein logisch, müsste ich erst die verteidigungsbezogenen Werte verringern, aber dann kann ich die Ult von der Valenti nicht rushen. Dementsprechend gehe ich auf den arroganten Weg und hoffe, dass das reicht. Also das ist natürlich ein sehr arroganter Move, aber ich hoffe, dass das reicht. Ansonsten habe ich ein Problem, wenn das nicht reicht, über die arrogante Art und Weise zu spielen. Zack, hau bitte drauf. Es reicht natürlich nicht. Und Valenti kriegt ihn mit Sicherheit auch nicht down, oder? Doch, Valenti kriegt ihn down. Arrogant hat gepasst. Perfekt. Ult von Valenti ist gerusht. Wir können gleich die angriffsbezogenen Werte des Gegners noch ein bisschen senken hier über die Fähigkeit. Wir haben die Ult von Valenti. Wir können auch die verteidigungsbezogenen Werte dazu senken. Das ist doch schon mal ganz nett. Er hat auf jeden Fall seine Ult. Die Ult kann ich auch nicht mehr verhindern, was wieder sehr weh tut, wenn ich das so weiß. Ich mache so gut wie gar kein Damage über Valentis Ult, ne? Trotzdem, wir versuchen einfach mal alles. Zack, wir senken auch seinen Angriff und hauen einfach mal drauf. Das Problem ist, der Gilfander hat gleich eh wieder eine Ult-Anzeige weniger. Also Verteidigung senken, Angriff senken, Dankeschön. Und jetzt 50.000 Damage Ult oder sowas. Vielleicht auch weniger, dadurch, dass er ja noch ein paar Buffs hat. Er hat LP-Buff plus Death-Buff. 92.000, was ist denn da los? Sonst war ich doch die ganze Zeit nur 50.000. Aber nehme ich mit. War sehr interessant. Ach, weil er die ganzen Buffs hatte, ja klar. Oder? Das war noch mit zerreißendem Damage, Buffs, doppelter Schaden. Dann ist es wieder traurig, dass die Ult nicht gereicht hat. Trotz des doppelten Schadens auf ihrer Ult ist es ein bisschen traurig, dass das nicht gereicht hat. Ich bin gespannt, welches Level seine Ult hat. Ich hatte keinen Schild mehr oder dergleichen übrig. Zack. Okay, das ist noch verkraftbar gewesen. Wie viel HP hat er jetzt wieder? Bom, bom. Gilfanders Ult kann ich auf jeden Fall rushen. Wie viel HP hat er, ist die spannende Frage. Das geht noch. Zack. Bedeutet aber trotzdem. Achso, ja, ja, klar, klar, klar. Zack. Erst den Angriff erhöhen, dann das hier erhöhen und dann gehen wir Richtung Ult Rush auf unser Mädel wieder. Ja, was soll's. Wahrscheinlich überleben die alle eh nicht so viel. Ich habe wieder kein Schild von der Merlin. Das wäre natürlich extrem wichtig an dieser Stelle gewesen. Aber ihr seht, obwohl meine Level hier teilweise 10 Level geringer sind von dem grünen King, ist das ein Team, das ich behaupten kann, was ich super interessant finde, wenn mein Gilfander jetzt überlebt. Das ist natürlich die Voraussetzung. Merlin sollte er easy down kriegen, wenn er die down haben will. Ja, zack, wie gesagt, Merlin sollte er easy down kriegen. Jetzt habe ich halt Full Death. Geduld, sehen wir, wunderbar. Er macht natürlich keinen Durchdringenschaden mit einer Durchdringattacke. Das ist wunderbar für uns. Und wir können erst die verteidigungsbezogenen Werte senken. Und dann sagen wir, okay, mit der Ult hauen wir nochmal drauf. Versuchen ordentlich Schaden zu machen, wenn irgendwas geht. Das muss ja auf jeden Fall reichen, um ihn down zu hauen. Ansonsten hätte ich ein Problem, wenn das nicht reicht, um ihn down zu hauen. Zack, zeig, was du kannst. Und jetzt geht es darum, die Ult von Valenti zu rushen, weil er sich selbst bestimmt buffen wird. Ich brauche bitte zwei Valenti-Karten oder zumindest. Ja, so ist perfekt. So sehe ich das super gerne. Ich kann also theoretisch die Ult von Valenti auf jeden Fall rushen. Das machen wir auch, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir die... Obwohl, Valenti kriegt ja jetzt eh down, ne?
Das tut natürlich weh. Das tut natürlich weh. Was würde ich so kriegen? 1, 2, 3. Ich kann die Ult nicht rushen von meinem Gilfander, ne? Schade. Das ist sehr, 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 sehr schade. Schade, schade, schade. Ja, das hätte mir nämlich nur einen Punkt mehr gegeben, die Karte zu ziehen. Und meine Valenti ist gleich tot, denke ich mal. Dass er mit der Ult jetzt auf Valenti gehen wird und sich nicht vorher nochmal buffen wird. Das wäre halt extrem dumm von ihm, sich vor... Okay. Interessant. Sehr interessant. Nehme ich auf jeden Fall Duncan an. Hau bitte drauf. Das heißt, danach kann ich nochmal die Ult selber von mir rushen, was ich ganz interessant finde. Zack, genau, hau drauf. Ich kann ihn eh gerade nicht debuffen. Und hau jetzt nochmal drauf mit doppeltem Schaden dank der Ult-Fähigkeit, die man hat. Zack, zack, zack. Den Sieg hat er mir geschenkt. Also ohne Witz, den Sieg hat er mir geschenkt. Wahrscheinlich weiß er auch gar nicht, dass Valentis Ult doppelten Schaden macht gegen gebuffte Gegner. Ansonsten wäre er halt volle Kanne auf die Valenti gegangen. So ist natürlich sein Problem. So muss er damit leben, dass er gestorben ist. Ist halt ein bisschen schade für ihn, aber was soll's. Ich nehme das Duncan an. Danke für den geschenkten Sieg, weil du erstmal vorher dich arrogant buffen wolltest, anstatt einfach die Ult draufzuhauen auf meine Valenti und damit auf Nummer sicher zu gehen. So rum hättest du mich auf jeden Fall besiegt, denke ich mal. Aber das war es erstmal mit dem Video. Ihr seht also, man braucht nicht unbedingt die grüne Liga. Natürlich, die Matches brauchen ein bisschen länger, um irgendwie zu funktionieren. Aber das Team funktioniert auch. Wenn alles auf Level 80 wäre, würde es wahrscheinlich sogar nochmal minimal besser funktionieren. Gerade der grüne King ist, glaube ich, ganz wichtig auf Level 80, damit er hier nochmal irgendwie ein bisschen Death dazu kriegt, ein bisschen LP dazu kriegt. Aber was sollen wir machen? Kann ich nur darauf hoffen, dass ich das irgendwann kriege. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben. Denn das war's von mir, eurem Sonius94.